Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 3 Titan Lords. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns um Boos gekümmert. Der ist jetzt wieder fit, der war irgendwie benebelt. Irgendjemand hat wohl zu ihm gesprochen, sie, wer auch immer das sein soll. Wir haben Matt wenigstens einmal verprügelt, sind ihn aber immer noch nicht von der Backe. Und ja, wollen jetzt uns nochmal aufmachen zum Dorf der Kieler einerseits, um dort das letzte Teil für das Zepter abzugeben und andererseits, um auch eine der Bräute da zu besorgen, sag ich mal, der eingeborenen Bräute für den guten Harry, der gerne eine hätte und eine wollte ja auch unbedingt mal ins Piratenlager. Da können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, hier, erstmal du. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Chief, bring sie mir, sobald du sie gefunden hast. Ja, aber ich habe ja was. Hier. Ich habe eine schillernde Perle gefunden. Das ist gut. Deine Suche war bestimmt anstrengend. Naja. Ich danke dir. Geht so. Das wird sich gut machen in unserem neuen Zepter. Also war Muscheln aufmachen, ne? Einem starken Panther habe ich das Herz genommen. Dann werde ich es gut aufheben. Es wird das Herzstück unseres Zepters sein. Alles klar. Mensch, was für ein Wortspiel. Ich habe einen ziemlich großen Jadebrocken gefunden. Chee, er wird das Kopfstück unseres Zepters werden. Gut gemacht, Gucho. Super, und jetzt? Ich habe dir all deine Zutaten gebracht. Wo hat die das ganze Dann Gold ist her? Das Zepter der Ahnen nun bereit. Ich werde es unverzüglich an Hiruto übergeben. Nur dank deiner Hilfe werden wir die Ahnen nun bald wieder besänftigen können. Vielen Dank. Nimm dies. Es wird dir auf deinen Wegen nützen. Außerdem will ich dich den Zauber des Schwarmes lehren, wenn du bereit bist. Mann, wie viel Gold die einfach dabei hat, ey. Wie viel Gold hat die mir denn jetzt in die Tasche gedrückt? Oh, eine ganze Menge. Wir könnten jetzt mit Hiruto, also dem Chaka hier, reden. Hiruto. Ach so, übrigens. Exil ist tot. Chi, die Krankheit aller Gutschos war sein Verderben. Aha, und das wäre? In eurer Sprache nennt man es Gier. Verstehe, aber nicht jeder ist so. Chi, und doch tragt ihr sie in euch. Ob sie ausbricht, entscheidet ihr selbst. Auch wenn Ixil seinem Stamm viel Kummer bereitet hat, so ist sein Tod ein großer Verlust. Ich werde unsere Kiki bitten, dass sie seinen Übergang in die Schattenwelt vorbereitet. Geh nun, Gucho. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Wenigstens redet er nicht mehr zu viel. So, übrigens. Ich habe Tenya geholfen, das Zeichen der Ahnen zu fertigen. Ist das so? Nun gut. Dann hast du dich als würdig erwiesen, in unseren Stamm aufgenommen zu werden. Wir werden die Zeremonie der Anrufung abhalten. Dann werden wir sehen, ob die Hike dich erhören. Ja, genau. Und zwar, wir könnten jetzt halt mit dem guten Hiruto und wahrscheinlich der guten Kenya oder nur mit Hiruto die Ahnen herbeirufen und sie befragen, ob wir denn, ja, das Voodoo erlernen dürfen und würden uns damit quasi mehr oder minder den Eingeborenen anschließen. Ob wir das machen wollen, steht wie gesagt noch in den Sternen. Wir haben ja noch eine Sache zu untersuchen und das wollen wir auch bald machen. Aber zunächst wollen wir jetzt die eine gute Frau hier mal noch runterholen von ihrem Inselchen. Und, ja, sie ins Piratenlager bringen. Wir wissen ja auch, wo sie hin soll. Von daher holen wir sie mal ganz kurz ab und bringen sie dann noch hin. Sollte ja hoffentlich nicht mehr allzu kompliziert werden, oder? So, meine Gute. Die Piraten am Strand machen keine Probleme mehr. Willst du noch immer zu ihnen? Chi! Na schön. Wenn wir hier abhauen, dann nachts. Muss ja nicht jeder wissen, was wir vorhaben. So, übrigens. Es Folge ist Nacht. Mir. Ich bringe dich ins Piratenlager. Capo Camille Imerkuto. Ja, ich pass schon auf, dass eure Wachen uns nicht sehen. Miamiti Onomuleke. Still jetzt. Verhalt dich unauffällig. Wir sollten den Wachen besser aus dem Weg gehen. Ja. So, an der Stelle ein ganz kleiner Hinweis von mir. Es gibt einen sehr üblen Designschnitzer hier von den guten Entwicklern von Piranha Bytes. Und zwar kann ich mich theoretisch einfach zum Strand teleportieren. Und da Miamiti in meiner Gruppe ist, teleportiert sie sich mit. Das heißt, ich hätte keine Probleme, sie hier an allen Wachen einfach vorbei zu teleportieren.
Da das aber, denke ich mal, nicht die Idee hinter der ganzen Sache war, nehmen wir den normalen Weg, denke ich mal, und schauen mal, ob das klappt. So, wir sollen ja nicht an den Wachen vorbei, an dem kommen wir aber, glaube ich, nicht anders vorbei, an dem müssen wir vorbei, oder? Capo Yalagucho, Miyamiti nicht dein Weib. Du besser lässt die Finger von ihr. So, einschüchtern habe ich, glaube ich, leider nicht, ne? Ich bin noch nicht gut genug. Ja, versuche ich ihn mal zu bestechen. So ein Kerl wie du kann doch sicher Gold gebrauchen. Ah, du zahlen Oro für Schutz. Wenn ich dann weiter darf, dann ja. Chi, Makoto passen auf erbärmlichen Gucho auf. Mach das mal. So, gut, aber durchs Dorf wollen wir ja trotzdem nicht spazieren. Hölle, Entschuldigung, da war ein kleiner Nieser. So, hier stand ja früher der Gnom. Jetzt frage ich mich bloß gerade, darüber ging es nicht. Wir müssen hier runter, ne? Wir müssen den kleinen Umweg gehen. Na gut. Wie gesagt, es gibt halt diesen Designschnitzer mit dem... Ach, da vorne ist schon ein großes Tor. Fiel mir gar nicht auf, dass das so nah ist. Diesen kleinen Designschnitzer mit dem Teleport. Das heißt, man könnte diesen Dialog auch einfach skippen, indem man an ihn vorbeispaziert. Beziehungsweise sich an ihm vorbei teleportiert. Also wollte ich jetzt mal ausnahmsweise mal nicht nutzen. Weil es halt... Ich finde halt das Teleportsystem an sich ein bisschen sinnvoller als das von Risen 2, wo es halt einfach so war, ja, du... Miyamiti no yala wagucho. Bitte. Langsam laufen. Yala vaporomoko. Ich hab ja schon... Halten unterwegs bei Steinbogen vor Wasserfall. Okay. Machen wir das. Ja, wollte halt sagen, dass, jetzt habe ich, ja genau, bei Risen 2 hat man sich ja einfach nur wegteleportiert, beziehungsweise ist man ja einfach zu einem Gebiet gesprungen. Hier hat man wenigstens einen Teleporter, was ein bisschen logischer ist. So, du willst hier halten, bei dem Steinbogen? Na dann mach mal. Wir sind da, Steinbogen. Hier, Steinbogen, großer Steinbogen vor Wasserfall. Ucho, Miyamiti Choka. Was ist denn jetzt schon wieder? Gucho Samo. Mia Ono Samo. Ich verstehe kein Wort. Was willst du mir damit sagen? Kara Miyamiti? Ich dachte schon, du willst, dass ich dich zum Piratenlager trage. Chi. Ernsthaft? Na gut, komm, wir sind ja ein netter Typ, ne? Na gut, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Da Wonga. Gucho Wahoshi. Dann tragen wir sie halt. Uwamba! Miyatusheka! Okay, scheinbar bist du zufrieden. Gucho Halima Miyamiti. Tabulele Kipawa. Du willst mir was schenken? Danke, pass auf dich auf. Super, so, und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich noch Harry kurz Bescheid sagen, dass wir die gute Miyamiti geholt haben. Und dann müssten wir hier eigentlich auch so mehr oder minder fertig sein, meine ich. Was hältst du von Miyamiti? Die Perle der Südsee, die du hier angeschleppt hast? Wieder abgeht. Genau die. Mit ihr einen Rum unter Palmen schlürfen. Tag und Nacht. Verwöhnt werden. Glaub mir, so läuft das mit ihr nicht. Dann hilf mir. Ich bin einfach zu schlecht im Süßholzraspeln. Ach Gott. Kannst du mir nicht eine Blume oder so besorgen? Am besten so eine blaue. Da fahren die Weiber sicher drauf ab. Ach, du Heilige. Jetzt soll ich dem noch beim Flirten helfen. Okay, ich besorg dir eine Blume. Aber du machst gefälligst den Rest. Abgemacht. Und was die Blume angeht, frag mal Cunningham. Kann zwar kaum einen Säbel halten, aber hat den Durchblick, was Pflanzen angeht. Alles klar, okay. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal pennen. Ich will den Typen jetzt nicht schon wieder unnötig wecken. Von daher würde ich sagen, legen wir uns einfach mal schlafen. Und gucken dann mal bei Cunningham vorbei. Ach, nein. Hallöchen, Schattenreich. Aber wenigstens sind wir hier sicher vor Matt. Dahin kann er uns nicht folgen. So, gibt es hier irgendwas zum Einsammeln? Irgendwas Interessantes? Ich meine, manchmal finden wir ja so ein bisschen Seelenstaub. Ach. Alter, was ist mit euch los? Ah. Von einem Albtraum in den nächsten. So, jetzt aber bis zum nächsten Morgen, Alter.
Typen machen mir Angst. Die Typen machen mir Angst. Ah. Jetzt was? Noch mehr. Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Wenigstens redet er jetzt nicht mehr, nachdem wir ihn verprügelt haben. Er nervt zwar ab und an, aber er redet nicht mehr. Kommt er da auch jemals wieder runter? Ich habe keine Ahnung. Es wird mich wie ein bisschen meine Albträume verfolgen. So, dann sagen wir mal noch Cunningham Bescheid. Dass er uns mal eine blaue Blume geben soll. Wahrscheinlich kriegen wir die aber auch nicht so einfach. Und mit dir hier. Achso, du warst der, der sonst Messer wirft, ne? So, Cunningham, mein Guter, der pennt sogar noch. Aufstehen! Und zwar... Kommst du mit deinen Forschungen gut zurecht? Gewiss, gewiss. Doch schweife ich momentan in die Lyrik ab. Das mag wohl an der fremden Schönheit liegen, die ihr mit euch brachtet. Es mag euch seltsam vorkommen, aber würdet ihr euch bereit erklären, einem Gedicht zu lauschen? Wir sind ja nett, ne? Klar, fang an. Ihr seid so gütig? Nun denn. Oh, holde Schönheit ferner Länder. Mir fällt gerade ein, ich habe doch keine Zeit. Zu schade. Aber auf bald, mein junger Freund. Jetzt hätte ich es doch noch gerne gehört. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Und zwar, ich brauche eine Blume. Kannst du mir sagen, wo besondere Blumen wachsen? Nun, ich empfehle euch, dort zu suchen, wo ein niedriger Luftdruck herrscht. Also weit niedriger oben. Luftdruck? Anders formuliert, ihr müsst in luftigen Höhen Ausschau halten. Sucht die Behausung der Eingeborenen auf. In ihrer Nähe werdet ihr gewiss fündig. Hier wächst scheinbar jede Pflanze in den Bergen. Nicht jede, aber die besonderen Exemplare schon. Das ist ja nett, dass er mir aber keine weitere... Ach Gott, das wird wieder eine Suchsache, ne? Okay, auf in die Berge der Eingeborenen und da mal gucken. Wir haben noch ein paar Papageienflüge übrig. Suchen wir uns hier mal ein bisschen... Weiß nicht, da oben. Ich glaube, da hoch komme ich auch mit einem Papagei nicht. Vielleicht wissen die Halt! Kamil will wissen, ob du gesehen Miamiti. Nein, ich doch nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich hoffe, du belügst mich nicht, sonst... Karaka! Ihr Guchos landen auf Kila. Probleme kommen. Geh nun. Ich meine, die kann ja auch einfach selbst abgehauen sein. Mich würde aber interessieren. Das wäre jetzt eigentlich eine sehr dreiste Frage, aber vielleicht... Kamil wird wachen, bis seine Zeit gekommen. Hätte ja sein können, dass der weiß, wo eine blaue Blume wächst. Ach, Mann. So, vielleicht weiß aber Kenya was... über eine blaue Blume. Tenya hieß sie, nicht Kenya. Der eingeborenen Häuptling wahrscheinlich auch nicht. Finde ich ein bisschen schade. So meine Fragen würde ich öfter mal gerne stellen. Da drüben war noch so eine Sammlerin, wenn ich mich entsinne, ne? Vielleicht wächst da ja, ist ja auch luftige Höhe da drüben. Da wachsen ja auf jeden Fall auch so ein paar lilane Blumen. Vielleicht wächst da auch eine blaue Blume. Wer weiß. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Vielleicht wächst... Ist das hier eine blaue... Zählt das als blaue Blume? Natürlich nicht, weil... Ne, ist ja nicht blau genug. Erzähl mir auch etwas. Ich will wissen, wo eine blaue Blume ist. Hat die vielleicht eine? Lass uns handeln. Kann ja auch sein. Da wo Lele. Eine blaue Blume hätte ich gern. Nö, die hat nur allen möglichen Mumpitz. Wahrscheinlich habe ich ihr den ganzen Mumpitz verkauft. Ach komm, her mit dem Ding. So. Nein, ich will den Handel akzeptieren. So, nehmen wir das Scheißteil. Bin mir nicht sicher. Das ist eine Mana-Pflanze. Nee. Okay, das... Ich war jetzt echt nicht sicher. Kommt man darüber eigentlich? Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und zwar will ich auch natürlich wissen, ob es da drüben was gibt. Papagei. Ich warte hier auf dich. Och, wir sind ihn los. Das ist der ganze Trick. Was haben wir denn hier? Hier hätte ich die blaue Blume ja einfach platziert. Ach, guck mal, hier gibt es sogar eine Truhe. Geil. Ja, war ich ja wirklich noch nie, muss ich ehrlich sagen. Man entdeckt doch noch was. Auch wenn ich mich immer so ein bisschen frage, wie die Kiste hier hingekommen ist. Ja, wobei, da war eine Brücke, eine kaputte. Theoretisch... Oh, theoretisch kann man sagen, der hat die Kiste rübergebracht. Hä? Ach so, warte. Ich weiß, wo mein Fehler lag. Man kann sagen, der hat die Kiste rübergebracht, bevor die Brücke kaputt gegangen ist.
Allerdings frage ich mich, wer das war. Um ganz ehrlich zu sein, der eine Typ, von dem wir gelesen haben, der hatte aber viele Kisten hier auf Kila verteilt. Darf ich das mal anmerken? Ich glaube, ansonsten ist hier nichts weiter. Ne. Immer eine Kiste. Ich muss sagen, da war jetzt auch nicht gerade das Mega-Zeug drin. Da waren Spinnbeine in Auge, mehr so Tiertrophäen, ne? War jetzt auch nicht so der Hammer. Na gut, dann wieder zurück. Ich hätte mich auch einfach jetzt teleportieren können. Ich will mich ja eh gleich wieder zum Piratenlager teleportieren, aber ich finde das logisch. In Ordnung. Die wenigsten wieder mitnehmen, auch wenn ich auf Matt gut verzichten könnte, aber ich glaube, der würde trotzdem mit mir mitkommen. So, dann ab Teleport Piratennest und dem Typen die blaue Blume geben. Da tanzt die Miyamiti ja auch schon vor ihm. So, hier. Hier hast du deine Blume. Jetzt geh und mach ihr den Hof. Danke, Alter. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Na klar. Hier, das ist für dich. Du hast es dir verdient. Danke. Okay, na, da bin ich ja jetzt gespannt. Matt, geh zur Seite. Reden die jetzt Hallo, auch? Hallo, Du. Kapu-Sheku? Ich bin blau. Also blaue Blumen, meinte ich. Ich hab hier eine für dich. Uwamba. Gucho moleke kipavata miyamiti? Ja, genau. Du und ich. Wie wäre das? Ist das ein Ja? Oh Mann, klasse! Der freut sich ja übelst, ey. Ich dachte, er wollte die nur mal so nehmen, aber scheinbar hat er sich ja wirklich in die verknallt. Miyamiti Tosheka. Glücklich. Alles klar, okay, na, wenn die beiden glücklich sind von mir aus. Soll mich nicht weiter stürmen. So. Dann gucken wir mal ganz kurz. Wir müssten mit Kila an sich durch sein, oder? Es müsste nur noch das Tafelsilber sein. Ja, da brauchen wir halt noch ein bisschen was. Ansonsten haben wir prinzipiell die Sache mit dem Kuss der Toten fertig. Wir könnten vereidigt werden, wir könnten, ja, ein Voodoo-Pirat werden. Bleibt also nur noch eine Sache, und also eine Allianz, die wir uns mal angucken müssen, bevor die große Entscheidung ansteht. Und zum Glück können wir Matt hier lassen. Und der folgt uns nicht überall hin mit. Dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf unsere Schaluppe und fahren, ja, zur letzten Gemeinschaft. Auf in den tiefen Norden. Also jetzt geht's wirklich auf in den tiefen Norden. Zur Insel Kalador, der Dämonenjäger. So, ich wollte aber mal... Matt ist gar nicht mit auf dem Schiff, wie geil. Und zwar mit dir reden. Und zwar, ich habe hier nämlich sowas gefunden. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub. Hast du so etwas schon einmal gesehen? Oh, das ist sehr wertvoll. Es ist genau das Richtige für dich, wenn du den Weg der Menschlichkeit verlassen hast. Du meinst, man kann dadurch menschlicher werden? Wie? Gib mir 5 dieser Häufchen Seelenstaub und ich kann es dir zeigen. Wie er es macht, ist eine gute Frage. Ich frage mich allerdings auch, wie ich diesen Seelenstaub aus dem Schattenreich zu mir rübergebracht habe, aber von mir aus. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Gut, dann halte still und schließe deine Augen. Ich will gar nicht wissen, was die jetzt machen. So, nun bist du ein wenig menschlicher geworden. Wie hast du das gemacht? Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. Ja, im Prinzip können wir dadurch quasi das, was wir an Seele verlieren, dadurch, dass wir immer wieder ins Schattenreich gehen, wenn wir schlafen, wieder ausbalancieren, mehr oder minder. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Super. So, da haben wir jetzt schon eine Seele von... Oh, guck mal, wir sind immer noch gemäßigt. Schade. Auch von 63. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich skillen? Ich wollte Einfluss nochmal skillen. Einfluss und Härte, ne? Dann machen wir erstmal Einfluss auf 50. Dann haben wir das auch auf 50. Und dann geht's jetzt aber wirklich auf... nach Kalador. Auch Eisenbucht genannt, die Ruinen der dunklen Krieger, sind ja auch heute noch zu bewundern. Kurs setzen auf nach Kalador. Wir verlassen die gute Insel Kila und segeln auf ins dunkle Kalador.